und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mache ich ein Video, das mir schon seit Wochen unter den Nägeln brennt, aber ich konnte es nicht machen, weil ich erstens im Urlaub war und zweitens, wie gesagt, das Material aus dem Urlaub natürlich auch noch verwenden wollte. Heute geht es nämlich um die Bücher, die ich bisher in den Ferien gelesen habe. Es sind 4,5, würde ich sagen, weil ich Chroniken der Unterwelt Band 1 angefangen habe und dann in den Ferien fertig gelesen habe, aber das ist unwichtig. Ich habe da einen ganzen Blogpost darüber geschrieben und den verlinke ich euch unten, falls euch die Buchreihe allgemein interessiert. Heute soll es nur um die Bücher gehen, die ich tatsächlich in den Ferien gelesen habe. Kurzer Disclaimer vorneweg aber noch. Ich schreibe auch gerade selber an meinem zweiten Buch nach Black Angels und zwar Shutterspeed. Ihr könnt mir auf Pinterest gerne folgen, weil da habe ich eine Shutterspeed Inspirations, nicht Playlist, Pinnwand, wo ihr schon mal so ein paar sehen könnt, wo spielt denn das Ganze und wie sehen vielleicht die Personen aus und so. Falls euch das interessiert, folgt mir auf Pinterest. Jetzt geht's aber los zu den Büchern und zwar, oh mein Gott, Atmung, endlich kann ich darüber sprechen. Wer hätte es gedacht, Lady Midnight, der erste Band von Cassandra Clares neuer Buchreihe Die dunklen Mächte. Ich habe dieses Buch so sehr geliebt, also ich liebe es immer noch, aber während ich es gelesen habe, es war mein Seelenheil. Um es kurz zu erklären, Cassandra Clare hat ja drei Buchreihen, die in dieser sogenannten Unterwelt spielen. Als allererstes die Chroniken der Schattenjäger, das ist eine, die Buchreihe besteht aus drei Büchern und spielt so um 1800. Dann Chroniken der Unterwelt, die habe ich ja wie gesagt gelesen, dass diese Buchreihe hat 6 Bücher. Und ist sozusagen auch die bekannteste, glaube ich. Die spielt so um 2008 und das ist jetzt die neue. Die hat voraussichtlich auch 3 Bücher haben. Und die spielt jetzt ganz aktuell 2014, 2015. Also auch im modernen Zeitalter. Ich würde euch auf jeden Fall raten, lest Chroniken der Unterwelt vor dieser Buchreihe, denn in der gibt es keine, es wird schon erklärt, aber nicht mehr so ausführlich. Man wird nicht mehr so in diese Welt eingeführt, weil wie gesagt die Personen auch alle schon über, in diesem Buch auch alle schon über diese Welt, über die Unterwelt Bescheid wissen. Kurz zum Inhalt des Buches. Das Buch knüpft 5 Jahre nach Chroniken der Unterwelt an. Es geht um Emma Carstairs und Julian Blackthorne, das sind 2 beste Freunde, die beide im Dunklen Krieg ihre Eltern verloren haben. Der Dunkle Krieg ist das Hauptthema im letzten Band von Chroniken der Unterwelt, deshalb wäre es wichtig, dass ihr das zuerst lest. Da kommen die Hauptpersonen von mir auch schon vor in Chroniken der Unterwelt im letzten Band. Da sind sie allerdings 12 Jahre alt und kämpfen noch nicht so wirklich. Sie verlieren wie gesagt bloß ihre Eltern. Und in diesem Band sind sie dann schon 17 Jahre alt und sind dann eben hier die Hauptperson dieses Buches. Julian Blackthorne hat noch eine ganze Menge Geschwister, sowohl 2 ältere, die Halbelfen sind, und dann noch 4 jüngere Geschwister. Seine 2 älteren Geschwister, da sie Halbelfen sind und die Elfen im dunklen Krieg auf der bösen Seite standen, seine Schwester wird ins Exil geschickt und sein Bruder zu den Elfen zurück, weil alle glauben, sie könnten vielleicht böse sein. Deshalb muss Julian seine ganzen Geschwister mit 12 Jahren alleine im Los Angeles Institut großziehen. Und dadurch, dass Emma Carstairs auch keine Familie mehr hat und sie halt beste Freunde und noch dazu Parabatei sind, das erkläre ich später, wohnt sie bei ihnen halt in diesem Los Angeles Institut. Genau. Die Unterwelt besteht, wie gesagt, aus den Schattenjägern. Das sind halb Engel, halb Mensch, so Krieger, die halt die Irdischen vor den Dämonen beschützen aus anderen Dimensionen. Und in dieser Unterwelt oder Schattenwelt leben halt nicht nur die Schattenjäger, sondern auch die Schattenwäldler. Dazu zählen die Feen, Hexenwesen, Vampire und Werwölfe. Also all the fantasy stuff, ne? Ich habe dieses Buch so, so sehr geliebt, weil mir die Hauptperson Emma Carstairs so, so gut gefallen hat. Ich mag sie lieber als Clary Fairchild aus den Chroniken der Unterwelt Büchern. Und Emma Carstairs ist einfach komplett anders. Sie ist einfach badass, weil sie nämlich davon überzeugt ist, dass ihre Eltern im dunklen Krieg nicht gestorben sind, sondern dass sie irgendjemand ermordet hat, der nichts mit diesem dunklen Krieg zu tun hat. Und sie will einfach Rache und deshalb trainiert sie härter als alle anderen die ganze Zeit. Und ich weiß auch nicht, sie ist einfach so eine sehr starke Hauptperson, die sich nicht von Gefühlen so, sie ist weder kitschig noch wirklich romantisch oder so. Sie ist auch nicht naiv, sondern sie, ich weiß auch nicht, sie ist sehr intelligent und einfach zielstrebig. Ich finde, sie ist so ein bisschen der Jace 2.0, Jace aus Chroniken der Unterwelt.
Und sie ist auch sehr, nicht leichtsinnig, aber so ein bisschen, ich meine, wagemutig, weil sie einfach immer glaubt, sie will halt die Leute, die sie liebt, nicht in Gefahr bringen. Und deshalb geht sie oftmals alleine quasi auf Mission und erzählt einfach niemandem davon. Und natürlich passiert dann trotzdem immer irgendwas und sie braucht Hilfe. Aber ich weiß auch nicht, sie will immer Sachen alleine schaffen und solche Sachen. Deshalb kann ich mich mit ihr einfach viel besser identifizieren als mit Clary zum Beispiel. Dann, ich meine, Julian Blackthorne, Cassandra Clare hat es selbst zugegeben, dass er heißer ist als die anderen Typen aus den anderen Büchern. Ja, Julian Blackthorne ist so die Mischung aus, ich weiß auch nicht, er, dadurch, dass er seine ganzen Geschwister großziehen musste, ist er halt so voll der, ich weiß auch nicht, liebevolle, keine Ahnung, Aufpasser und so, und er liebt seine Familie so sehr, aber auf der anderen Seite ist er halt auch der knallharte Kämpfer. Aber das Schlimmste an der Sache ist halt, dass sie ja, wie gesagt, um das kurz zu erklären, Parabatei sind. Das ist ein besonderer Bund zwischen zwei Schattenjägern, die mit die haben dann beide so eine Rune auf dem Arm, und das bedeutet halt einfach, das ist so wie bei uns so die Blutsbrüderschaft, dass sie halt einfach gemeinsam kämpfen, ihre Fähigkeiten werden dadurch verbessert, wenn sie zu zweit sind, und man fühlt so, was der andere fühlt und so. Und Parabatei, da gibt es eine Regel im Gesetz der Schattenjäger, dürfen nicht ineinander verliebt sein, weil dann böse Dinge passieren. Ich möchte hier nicht spoilern. Auf jeden Fall dürfen sie das nicht, und das ist natürlich das Dramatische an der Geschichte. Noch dazu kommt dann der große Bruder von Julian zurück, der von den Elfen, und dadurch, dass er bei den Elfen war, die sind so, ich weiß auch nicht, da wird man so ein bisschen verrückt, wenn man in diesem Elfenreich war, und dann erkennt er seine Familie nicht mehr, weil die halt, weil die Zeit so viel vergangen ist und sie halt alle älter sind, und am Anfang ist er so ein bisschen aggressiv, aber als er dann Julian erkennt, ich konnte nicht mehr, okay? Ich saß einfach vor diesem Buch und hätte einfach beinahe angefangen zu heulen. Es war schon sehr spät in der Nacht. Wie sie sich da einfach in den Arm nehmen und er endlich erkennt, dass er seinem Bruder vertrauen kann, und oh mein Gott. Und dann Mark hat aber seine jetzt kurz Spoiler Alert, Mark hat seine große Liebe in der Elfenwelt, und er muss sich entscheiden, ob er bei den Schattenjägern bleibt oder zurück zu seiner, und oh mein Gott. All the feels. Man lacht und man weint bei diesem Buch. Es hat mich echt verdammt fertig gemacht. Und dann, ich meine, okay, das Unrealistischste an dem ganzen Buch war Julian und Emma, ja, jetzt auch wieder Spoiler Alert. Ihre Kussszene war einfach so, wo ich mir so dachte, what? Das ist Julians erster Kuss, dein Ernst? Wo lernst du das? Ernst? Ich kann euch das Buch nur ans Herz legen. Es ist sehr, sehr gut geschrieben. Es ist super spannend. Ich liebe die Personen. So viele, ich weiß auch nicht, Love Triangles. Es ist nicht mein Triangle. Es ist irgendwie, ich weiß auch nicht, so viel überkreuzte Liebe und so kompliziert. Und ich bin so gespannt auf die folgenden Bücher. Weiter geht es mit diesem Buch, und zwar Margos Spuren von John Green. Wir alle kennen John Green, The Fault in Our Stars, das Schicksal ist ein dieser Verräter. Herzzerreißend dramatische Liebesgeschichten. Der Originaltitel dieses Buches ist Paper Towns, falls wem Margos Spuren nicht sagt. Kurz zur Inhaltszusammenfassung: Es geht um Quentin, einen Jungen, der auf seine Nachbarin steht, Margot Roth Spiegelman. Und sie gehen halt zusammen auf eine Schule, und Margot Roth Spiegelman ist halt sehr, ich weiß auch nicht, ein ganz besonderes Mädchen. Sie ist sehr eigensinnig, macht immer, was sie will, haut regelmäßig von daheim ab und erlebt irgendwelche verrückten Sachen. Deshalb ist sie auch in der Schule sehr beliebt und irgendwie angesehen. Und Quentin ist halt sehr schüchtern, und er ist aber halt unsterblich in sie verliebt. Und sie beachtet ihn die ganze Zeit nicht, bis sie eines Abends bei ihm im Zimmer einsteigt und sagt, ja, er muss sie fahren, weil sie hat einen Racheplan, weil ihr Freund sie betrogen hat und noch einige andere Freundinnen nicht so nett zu ihr waren. Deshalb möchte sie einen Racheplan schmieden, und dann fahren sie halt die ganze Nacht durch die Gegend und rächen sich an den Leuten, die sie nicht mag. Und am nächsten Tag ist Margot verschwunden. Aber sie hat lauter so Spuren hinterlassen, und Quentin geht halt auf die Suche nach ihr. Ganz ehrlich, der Hype ist es absolut nicht wert, meiner Meinung nach. Ich mag nicht, also ich kann nicht beurteilen, ob John Green tatsächlich so schreibt, weil es ja, wie gesagt, eine Übersetzung ist. Aber mir gefällt der Schreibstil überhaupt nicht. Klar, man soll sich irgendwie mit den Personen identifizieren können, und Jugendsprache ist nun mal irgendwie, ich weiß auch nicht, die klingt nun mal so, wie, aber man schreibt nicht immer genau das, was man sagt, auf. Und es hat mich einfach tierisch aufgeregt, dass an jedem
fast in jeder wörtlichen Rede, wenn sich die Jungs unterhalten haben, immer am Anfang Alter oder Mann steht. Das Buch wird in drei Teile eingeteilt und ich würde sagen, man hätte es auch einfach auf den dritten Teil beschränken können. Das Buch zieht sich so in die Länge mit so unglaublich sinnlosen Szenen teilweise, wo ich mir denke, komm schon Leute, da schläft echt jeder fast ein. Viele Sachen, sie hat ihm so ein Gedicht hinterlassen und er liest einfach dieses Gedicht 20.000 Mal und irgendwann denkst du nur so, okay. Und eigentlich, dadurch, dass Margot die ganze Zeit des Buches bis am Anfang und zum Schluss einfach nicht anwesend ist, geht es eigentlich immer nur darum, wie Quentin versucht herauszufinden, wer sie wirklich ist. Und ich weiß auch nicht. Es hat mir nicht so gut gefallen. Der letzte Teil war wirklich lustig, wo er dann endlich eine Spur hat, die auch zu einem Ziel führt. Und dann macht er sich mit seinen Freunden zu so einem Roadtrip auf. Und der ist richtig witzig. Aber dazwischen folgt er ständig irgendwelchen Spuren und geht an verlassene Orte und da ist sie dann halt nicht. Und dann macht er das so oft und denkst dir nur so, wann kommt jetzt eine Spur, die endlich mal einen Sinn ergibt? Und ach, ich weiß auch nicht. Es war nicht mein Buch. Es war okay, aber es hat sich für mich zu lange hingezogen. Das letzte Buch, über das ich sprechen möchte, ist Wie das Licht von einem erloschenen Stern. Das habe ich zum Geburtstag geschenkt bekommen. Das war wirklich ein Quick Read, weil das hat nur irgendwie 239 Seiten oder so. Ich fand das Thema des Buches sehr gut. Es geht um Vega, die bei einer Party halt stürzt und dann auf den Kopf fällt. Daraufhin hat sie eine Gehirnblutung und landet im Krankenhaus. Und dann wird festgestellt, dass ihr Sprachzentrum beschädigt wurde, weshalb sie eine Krankheit namens Aphasie hat. Sie kann also nicht mehr sprechen und auch nicht mehr schreiben oder lesen oder so. Also sie könnte es theoretisch, aber es ergibt halt in ihrem Kopf keinen Sinn mehr. Und ich finde es sehr spannend, ein Buch über jemanden zu schreiben, der nicht sprechen kann, also nicht kommunizieren kann. Ich mochte das Buch vor allem deshalb, weil es ich weiß auch nicht, man kann sehr gut nachvollziehen, wie Vega denkt und wieso sie so frustriert ist, dass sie nicht kommunizieren kann. Und auch wie einfach ihre Beziehung zu anderen Leuten und zu ihrem Umfeld einfach langsam kaputt geht, weil ihre Eltern nicht wissen, wie sie damit richtig umgehen. Die Leute brauchen viel Geduld mit ihr, weil sie nicht verstehen, was sie sagen möchte. Und sie hat einen Freund und der weiß halt auch nicht, was mache ich mit einer Freundin, die einfach nicht sprechen kann. Sie darf ja nicht mehr in die Schule oder sie kann ja nicht mehr in die Schule gehen und solche Sachen. Das fand ich sehr gut. Ansonsten geht es in dem Buch hauptsächlich darum, dass sie nachts immer so Träume hat, dass sie vielleicht gar nicht gestürzt ist, sondern dass sie jemand geschubst hat. Und das erwähnt sie dann auch bei ihrer Schwester und bei ihrer besten Freundin, aber die halten sie halt total für verrückt und sagen, ja, das bildet sie sich nur ein und wenden sich halt dann irgendwie auch so ein bisschen von ihr ab. Und dann irgendwann ist ihre Mutter sehr verzweifelt, weil sie natürlich auch total isoliert ist und so. Und dann schickt ihre Mutter sie in einen Workshop, wo sie natürlich einen Jungen kennenlernt, und zwar Theo. Und in diesem Workshop haben halt alle Jugendlichen diese Aphasie. Und ich fand es ganz süß, wie sie halt versuchen, immer miteinander zu kommunizieren, obwohl sie ja beide nicht richtig sprechen können. Ansonsten hatte diese Liebesgeschichte wenig besondere Momente, wo ich sage, wow, das macht sie einzigartig oder so. Deshalb, keine Ahnung. Das Buch ist aus dem Dänischen von Nicole Boyle Rottnäs. Ich kann es nicht aussprechen. Und deshalb kann ich auch hier wieder nicht beurteilen, ob die in Originalsprache genauso klingt. Ansonsten mag ich den Schreibstil eigentlich nicht so. Zumindest die deutsche Übersetzung ist ehrlich gesagt nicht furchtbar, aber die Sätze sind so kurz und einfach, dass ich am Anfang nicht mal wusste. Ich wusste ja am Anfang, es wird nicht gesagt, wie alt Vega ist. Und dann dachte ich erst, das Buch wäre irgendwie für 5. Klasse oder so. Weil wirklich die Sätze sehr einfach gehalten sind und es irgendwie, ich weiß auch nicht, keine komplexen Satzgefüge oder sowas. Und ansonsten war die Geschichte ganz nett. Es ist halt, geht sehr schnell vorbei. Das Buch, also für so zwischendurch, für jemanden, der eher sowas Schnelles lesen möchte, für den ist das auf jeden Fall was. Als viertes Buch habe ich All the Bright Places von Jennifer Niven gelesen, was ihr auch auf meinem Instagram gesehen habt. Hierzu erzähle ich euch aber jetzt noch nichts, weil es da ein extra Video geben wird dazu. Das Thema hat mich sehr berührt. Es ist ein sehr trauriges Buch und es geht eben um Suizid, Depression und wie halt junge Menschen damit umgehen und wie sie fühlen dabei. Mir hat das Buch sehr, 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 sehr gut gefallen. Ich habe es an einem Tag gelesen und da mir das Thema sehr am Herzen liegt, mache ich da nochmal ein extra Video drüber. Lest es auf jeden Fall vor, damit wir das im nächsten Video dann besprechen können, wenn euch das interessiert. Und ja, dann würde ich sagen, es gibt es übrigens nur auf Englisch bisher, also würde ich euch empfehlen, es auf Englisch zu lesen. Das Englisch ist ein bisschen schwerer, aber man versteht schon die Geschichte so ungefähr.
Das war's jetzt von meinem Video. Ich hoffe, es waren ein paar Bücher dabei, die euch interessieren. Das war's dann auch schon und wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Hoffentlich seid ihr wieder dabei.